zielgerichtet, unaufgeregt. Ich wollte was für Kirchhain erreichen. Kirchhain hatte eine schwierige Phase hinter sich. Das, glaube ich, braucht man den Kirchhainern zumindest nicht erklären. Und wir haben dann in einer Koalition gute Wege beschritten, um auch die Strukturen hier wieder zu schaffen. Die CDU ist wesentlich bunter, als man in den sozialen Medien und den Gazetten, die man so den lieben langen Tag liest, wahrgenommen bekommt. Ja, zum einen bin ich, wie gesagt, Verwaltungsprofi mit 30-jähriger Berufserfahrung. Ich möchte hier im Landkreis bleiben und ich möchte mich für die Menschen einsetzen. Ich will wieder dazu kommen, dass wir in Schulen investieren, dass wir in Kindergärten investieren, dass wir in die Bildung unserer Kinder investieren und da auch gleichwertige Bildungsvoraussetzungen sowohl in den dörflichen, ländlichen Strukturen als auch in den Städten schaffen. Also wir werden in die Infrastruktur investieren müssen und dazu müssen die Städte und Gemeinden tatsächlich auch die finanziellen Mittel bekommen, um das zu erreichen. Und wenn ich alle gefühlt 2 Minuten neu wählen muss, weil das Mobilfunk abbricht, dann weiß man, dass es hier Zeit ist zum Handeln. Ja, hallo mein Kirchhain und alle anderen Interessierten. Am 8. September ist es soweit. Wir entscheiden, wer Landrat oder Landrätin werden oder bleiben darf. Die kommende Landratswahl war Grund genug für mich, um mich mal auf neues Gebiet zu wagen und einen Kandidatencheck zu versuchen. 5 Landratskandidatinnen und Kandidaten haben sich aufgestellt und stellen sich nun euren und meinen Fragen. Nicht immer zu ernst, dafür aber hoffentlich aufschlussreich, unterhaltsam und ja, in mehr oder weniger sommerlicher und entspannter Sommerinterview-Atmosphäre heute auf der Terrasse von Uwe Pöppler, Landratskandidat der CDU. Ja, hallo Uwe und vielen Dank, dass du mich hier empfängst und diesen Kandidatencheck mitmachst. Bevor wir zu dir und deiner Person kommen, verrat doch erstmal kurz unseren Zuschauern, warum sollten sie überhaupt am 8. September zur Landratswahl gehen? Schließlich geht es doch da nur um die Wahl eines Verwaltungspostens, oder? Es geht um Demokratie. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir wählen dürfen. Andere Länder haben das bei weitem nicht. Und der Landrat, die Landrätin bestimmen entscheidend mit, wie sich eine Region entwickelt, wie die Wirtschaft die Rahmenbedingungen vorfindet, die notwendig sind, damit das Geld erwirtschaftet werden kann, was für soziale Maßnahmen notwendig ist. Von daher geht wählen. Wie und wann bist du denn politisch aktiv geworden? Also politisch interessiert war ich schon sehr lange. In 2010 bin ich in die CDU eingetreten und in 2011 dann gleich ins Stadtparlament gewählt worden und habe den Fraktionsvorsitz da quasi von Anfang an übernommen. Ja, kommen wir doch mal zu dir als Person erstmal. Verrat uns doch mal ein bisschen was über dich, also lebenslaufmäßig. Lebenslauf. Ich bin beruflich leitender Verwaltungsdirektor, Fachbereichsleiter für Familie, Jugend und Soziales im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Bin seit 2011, wie gesagt, kommunalpolitisch aktiv, Fraktionsvorsitzender hier in Kirchhain für die CDU. Ich habe 2 Kinder, lebe in einer glücklichen Partnerschaft. Und bin Kirchhainer, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, seit vielen Jahren verbunden. Meine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter damals habe ich beim Landkreis Marburg-Biedenkopf begonnen und dann über mehrere Verwaltungen, Studien, Aufbaustudium Betriebswirtschaft, mich weitergebildet, fortgebildet, sodass ich, wie gesagt, letztendlich jetzt als Verwaltungsprofi ins Rennen gehe und Landrat im schönen Landkreis Marburg-Biedenkopf werden möchte. Okay, ja. Viele Menschen haben ja grundsätzlich so bei der CDU das Bild vor Augen, was sie durch die, ich sag jetzt mal, Massenmedien vorgesetzt bekommen. Mhm. Das heißt also, meistens wird dann da eher so mehr oder weniger die Bundespolitik der CDU
ins Bewusstsein der Menschen gerückt sein. Welche Werte teilst du denn eigentlich mit dieser Bundes-CDU und wo würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede? Naja, also ich glaube, das, was ich grundsätzlich teile, ist die Heimatverbundenheit. Ich bin regional verwurzelt. Es sind die Menschen, die das Leben ausmachen. Die CDU ist wesentlich bunter, als man in den sozialen Medien und den Gazetten, die man so den lieben langen Tag liest, wahrgenommen bekommt. Wir sind werterhaltend. In anderen Parteien heißt es dann Umweltschutz. Nichts anderes wollen wir als CDU auch erhalten. Also von daher, glaube ich, ist da der Unterschied nicht so groß. Was mir wichtig ist, ich möchte mich für die Menschen hier einsetzen, hier in der Region. Da spielen landes- und bundespolitische Themen, natürlich auch Europa, wie die letzte Wahl gezeigt hat, eine Rolle, weil es einfach unterschiedliche Verwaltungsebenen sind, unterschiedliche politische Ebenen. Und da muss man wissen, wie man dieses Instrument auch bespielt. Das kann ich nach 30 Jahren Berufserfahrung, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und von daher möchte ich für den Landkreis mich engagieren und den Menschen zeigen, dass der Landkreis dynamisch bleiben kann und soll. Würdest du dich bisher, also in deiner bisherigen Rolle, eher als Hobby oder mehr als Berufspolitiker sehen? Ehrenamt ist immer Hobby. Und ich habe es auch aus Überzeugung, aber auch aus Spaß an der Freude letztendlich übernommen. Ich wollte was für Kirchhain erreichen. Kirchhain hatte eine schwierige Phase hinter sich. Das, glaube ich, braucht man den Kirchhainern zumindest nicht erklären. Und wir haben dann in einer Koalition gute Wege beschritten, um auch die Strukturen hier wieder zu schaffen. Wie kam es denn dann letzten Endes zu deiner Kandidatur? Wie kam es zu meiner Kandidatur? Es gab irgendwann die Erklärung von dem ersten Kreisbeigeordneten, dass er nicht zur Verfügung steht. Und da kann mein Demokratieverständnis nicht mit. Also die Große Koalition im Landkreis Marburg-Biedenkopf wollte sich damit abfinden. Und die Stadt- und Gemeindeverbände haben ganz klar gesagt und dann auch den Kreisvorstand beauftragt, einen geeigneten Kandidaten zu finden. Und ich übernehme gerade hier für unseren Landkreis diese Aufgabe gern, weil für Demokratie und Freiheit möchte ich mich einsetzen. Das Wahlrecht ist eines, das ist ein sehr hohes Gut und das muss man auch halten. Der Wahlkampf ist ja sicherlich eine zeitraubende Geschichte, oder? Du hast ja jetzt schon angefangen, Wahlkampf zu machen in der Art. Genau, ich habe meinen kompletten Urlaub. Als Beamter hat man so seit ein paar Jahren ein Lebensarbeitszeitkonto. Dafür hat man keine Stundenreduzierung bekommen. Das kriegt man angerechnet eigentlich später für die Rente. Und diesen kompletten Zeitraum habe ich genommen, sind insgesamt 90 Tage. Und mit diesen 90 Tagen reise ich durch den Landkreis, rede mit den Menschen, gehe in die Orte, gerade in die Dörfer und höre, was für Sorgen, Nöte, Erwartungen die Menschen haben. Ja, im Grunde hast du damit schon meine nächste Frage beantwortet, wie man das im Grunde mit Beruf verbindet, diesen ganzen Zeitaufwand, den man da im Wahlkampf hat. Wie kommt da die Familie mit klar in der ganzen Geschichte? Die Familie muss natürlich, ja, auch Zeit. Die Familie muss immer mitziehen. Das ist so, meine Lebenspartnerin steht voll dahinter. Meine Kinder haben es akzeptiert. Die habe ich tatsächlich auch vorher gefragt, was sie davon halten. Und die finden es gut und richtig. Mein Sohnemann hatte gerade letztes Jahr Politikwissenschaft in der Schule und da war ich als Kommunalpolitiker quasi auch gefragt, um Demokratie zu erklären, was ist Kommune, was sind Wahlen. Und der hatte wenig Verständnis dafür, dass kein Kandidat sich gefunden hätte, gestellt hätte. Und von daher ist es ganz klar, für die Demokratie muss man einstehen. Und jetzt sind es insgesamt 5 geworden. Und jetzt sind es Gott sei Dank 5. Auch das finde ich völlig in Ordnung. Weil der Wähler
braucht die Wahl. Es hat unterschiedliche Facetten. Kommunalpolitik hat immer ist letztendlich ein Kompromiss aus vielen Meinungen. Ja. Und aus den vielen und unterschiedlichen Meinungen muss man das Beste für die Menschen raussuchen. Wie lief denn der Wahlkampf bisher? Welche Erfahrungen hast du so gemacht im Land? Ausschließlich im Landkreis. Ausschließlich positiv. Ich treffe wirklich nur nette Menschen unterschiedlicher politischer Couleur und Ausrichtung von ihren Erwartungen, von ihren kritischen Punkten. Aber sie sind alle sehr nett. Sie freuen sich, dass ich tatsächlich an die Haustüren komme, mit den Menschen über ihre Probleme, ihre Fragestellungen spreche. Ich stelle mich vor. Also bisher ist es eine sehr schöne Zeit. In wie vielen Ortschaften warst du da jetzt ungefähr schon? Hoi. Also in Ortsteilen mitgerechnet 20, 25 werden es gewesen sein. Und kommt noch ein bisschen was. Ich versuche bis zur Wahl möglichst alle Gebiete zumindest erreichen. Also bei so vielen Ortsteilen, wie wir haben, werde ich sicherlich nicht alle erwischen in diesem Zeitfenster, weil es wird mehrere Veranstaltungen geben. Mhm. Aber klar, ich werde so viele Ortsteile, Regionen im Landkreis aufsuchen, wie ich irgend kann. Wie steht's denn so mit deinem Allgemeinwissen im Landkreis, um den Landkreis herum? Ich nehme an, das möchtest du jetzt gerade herausfinden. Von daher schauen wir mal. Ja, ich habe nämlich ein kleines Landkreis-Quiz vorbereitet, an dem ihr natürlich auch mitmachen könnt. Wir blenden dann also entsprechend die Antwortmöglichkeiten und Nein. Und dann könnt ihr euch ja einfach selber mal testen, ob ihr mehr wisst als unser Landratskandidat oder nicht. Kommen wir zur ersten Frage. Wie viele hessische Landkreise gibt es? Weißt du schon auswendig? Hessische Landkreise gibt es 21. Super, ja. Genau, das ist richtig. Frage Nummer 2. Welcher Landkreis gehört neben Marburg-Biedenkopf noch zum Regierungsbezirk Gießen? So, und da müssen wir jetzt natürlich Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Hören Sie dir kurz erstmal an, bevor du antwortest. Also A. Waldeck-Frankenberg. B. Limburg-Weilburg, C. der Wetteraukreis oder D. der Schwalm-Eder-Kreis. Zum Regierungsbezirk Gießen, der Wetteraukreis. Es wäre Limburg-Weilburg gewesen. Fast. War aber dicht dran. Ja. So, jetzt kommen wir mehr oder weniger zu einer Schätzfrage. Wie viele Einwohner hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf ungefähr? Ich nenne auch erstmal kurz die Möglichkeiten. A. 75.000, B. 150.000, C. 250.000 oder D. 350.000. 250.000 mit der Stadt Marburg zusammen. Das ist richtig, ja. Viertens. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf besteht aus wie vielen Städten und Gemeinden? 22. Danke, ja. Ich wollte schon die Antwortmöglichkeiten vorlesen. Okay, fünftens. Welches Gewässer fließt nicht durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf? Und das sind jetzt nicht besonders große. A. Banfe, B. die Perf, C. die Vers oder D. die Alna. Kannst ja mal versuchen auszuschließen. Also Perf und Alna sind dabei. Wie waren die beiden anderen? Wir haben Perf, Vers, Alna und Banfe. Banfe habe ich noch nicht gehört zumindest. Ja, das ist richtig. Ja. Die fließt nicht durch Marburg-Biedenkopf. Ja. Immerhin. Seit wann besteht der Landkreis Marburg-Biedenkopf? Weißt du es auswendig? 1974 mit der Gebietsreform oder was? 72? Nein, 74. Genau, richtig. Wie hieß der zweite der bisher 6 amtierenden Landräte in der Geschichte des Landkreises? Ich lese erstmal kurz vor. A. Christian Wagner, B. Kurt Klim, C. Siegfried Sorge oder D. Burkhard Filmer? Der zweite. Kannst du ausschließen? Naja, also Klim und Wagner sicherlich nicht. Die habe ich ja fast selber noch erlebt. Mhm. Sorge oder Filmer. Sorge müsste der zweite gewesen sein. Antwort? Sorge. Genau, Siegfried Sorge. Und zwar für die Freien Wähler war genau. Das damals. Ja. Christian Wagner war für die CDU, Kurt Klim kam SPD. Dann für die SPD und Burkhard Filmer war der erste
Der war damals auch von der SPD, 74 bis 75. Mhm. Frage Nummer 8. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf unterhält keine offiziellen Partnerschaften mit A, dem Huntingdonshire District in Großbritannien, B, dem Wartburgkreis in Thüringen, C, dem Kreis Koczyrski in Polen. Koszczyna. Bitte? Koszczyna in Polen. Okay, gut, dann habe ich das falsch ausgesprochen. Oder D, dem Landkreis Oberhavel in Brandenburg. Der Landkreis selber, also mit Koszczyna haben wir eine Partnerschaft, keine Frage. Dann hatten wir noch Huntingdonshire District in Großbritannien, Wartburgkreis und Landkreis Oberhavel. Landkreis Oberhavel. Ist deine Antwort? Ja. Das ist richtig. Das ist den, mit dem wir keine Partnerschaft haben. Ich glaube, Schwalm hat damit eine Partnerschaft. Der Titel einer 2015 herausgebrachten Infobroschüre des Landkreises lautete A. Waschbären, die Tiere mit der Zorro-Maske. B. Störche, Klappern gehört zum Handwerk. C. Bienen, fleißige Nützlinge vor der Haustür. Oder D. Eichenprozessionsspinner, Kreuzzug eines Schädlings. Ach herrje. Ja. Wann soll die rausgekommen sein? 2015. Dann waren es die Störche. Fast richtig, es waren die Waschbären. Die Waschbären. Die Tiere mit der Zorro-Maske. Gut. So, letzte Frage. Welches Antragsformular findet sich nicht auf der Homepage des Landkreises Marburg-Biedenkopf? A. Chorwesen-Antrag auf Projektförderung. B. Tierschutz-Antrag auf Haltung gefährlicher Hunde. C. Sport-Antrag auf internationale Sportjugendbewegung oder D. Waffenwesen-Antrag Waffenübernahme in Erbfolge. Es müsste von der Logik her eigentlich das mit den gefährlichen Hunden sein, weil die eher in die Zuständigkeit der Städte und Gemeinden gehen. Das ist richtig. Also den Antrag auf Haltung gefährlicher Hunde, der findet sich nicht auf der Seite des Landkreises. Ja, und das war schon der Schluss des ersten Spiels. Na, das ging ja schon. Ja, kommen wir zu dem Kandidatencheck. Grundsätzlich ging es darum, ich habe also 18 Fragen vorbereitet und du hast noch ein Schlussstatement vorbereitet für eine Fragerunde, wo die Landratskandidaten im Grunde alle die gleiche Frage beantworten, also weniger im Unterhaltungsteil, wie das bisher gemacht haben. Ihr hattet auch im Vorfeld die Fragen zugeschickt bekommen, 5 Tage vorher, konntet euch also auch ein bisschen drauf vorbereiten. Und zu diesem Teil kommen wir jetzt, nämlich zu dem Kandidatencheck. Wie würde ich mich selber beschreiben? Wenn ich Schlagworte nehme, zielgerichtet, unaufgeregt und für die Menschen sich einsetzend. Das ist einer meiner größten Schwächen, dass ich nicht wirklich weiß, dass ich eine Schwäche habe. Ein politisches Vorbild. Ich bewundere die Menschen, die sich ohne Hintergedanken, ohne persönlichen Vorteil für Menschen einsetzen. Ja, er sollte ein Visionär sein, er sollte Verwaltungsprofi sein, er sollte mit den Menschen, mit den Unternehmen und mit der Zivilgesellschaft insgesamt, da gehört auch die Landwirtschaft dazu, einen Ausgleich schaffen von unterschiedlichen Interessen und den besten Weg letztendlich für so einen Landkreis suchen und finden.
Ja gut, ich habe Diplom-Verwaltungswirt studiert. Ich habe ein Aufbaustudium Betriebswirtschaft absolviert. Ich bin Sprecher der hessischen Sozialamtsleitungen. Ich bin über mehrere Verwaltungen qualifiziert, also auch nicht nur Kommunalverwaltung, auch Landesverwaltung. Ich habe kommunalpolitische Erfahrung und den Willen, Landrat des Landkreises Marburg-Biedenkopf zu werden. Ja, zum einen bin ich, wie gesagt, Verwaltungsprofi mit 30-jähriger Berufserfahrung. Ich möchte hier im Landkreis bleiben und ich möchte mich für die Menschen einsetzen. Na gut, die Beschäftigten kenne ich schon, die Strukturen, die Gebäude des Landkreises kenne ich auch. Von daher wäre meine erste Amtshandlung, Termine zu machen mit den Bürgermeistern im Landkreis Marburg-Biedenkopf, mit den sozialen Institutionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf und als drittes mit den Unternehmen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, damit ich anschließend an das Thema Mobilfunknetze und deren Ausbau rankomme. Das wird alles in den ersten 14 Tagen passiert sein. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist in seinen Regionen, ist ja ein Flächenlandkreis, ist in seinen Strukturen und Regionen völlig unterschiedlich. Mit der Stadt Marburg als urbane Stadt, mit einer Universität, die ländlichen Strukturen mit ihren Kernstädten, eine bunte und vielfältige Mischung von Menschen. Wir haben einen breit aufgestellten Mittelstand, gutes Handwerk. Wir haben große Weltfirmen hier im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch ländliche Strukturen, wo die Menschen zusammenhalten, wo das Ehrenamt, die Gemeinschaft noch eine Bedeutung hat. Und das ist ein Vorteil für den Landkreis Marburg-Biedenkopf, wie man es in der Mitte von Europa, glaube ich, kein zweites Mal findet. Jetzt noch die Chancen und Risiken. Ja, die Chancen und Risiken. Es ist als Flächenlandkreis natürlich ein riesiges Gebiet. Das heißt auch, dass die Städte und Gemeinden und der Landkreis Infrastruktur, auch Daseinsvorsorge, für den gesamten Landkreis, für alle Menschen schaffen muss und soll. Und das muss natürlich ein Ziel sein. Und das ist die Herausforderung, dass wir für die Ortschaften, für die Dörfer gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen und eben nicht nur die Kernstädte bedienen, sondern auch eben unsere ländlichen Regionen. Ja gut, das erste Thema ist für mich der Bereich Schule und Bildung. Ich möchte tatsächlich mal davon wegkommen, dass man immer nur Investitionsstaus definiert und da immer höhere Summen nennt. Das ist ja so eine Modeerscheinung fast, die in Deutschland grassiert. Wer hat den größeren Investitionsstau? Ich will wieder dazu kommen, dass wir in Schulen investieren, dass wir in Kindergärten investieren, dass wir in die Bildung unserer Kinder investieren und da auch gleichwertige Bildungsvoraussetzungen sowohl in den dörflichen, ländlichen Strukturen als auch in den Städten schaffen. Das zweite Thema, was wichtig ist, wir müssen Infrastruktur angehen, das ist der Bereich Wirtschaft, das ist auch, hat was mit Lebensqualität zu tun. Wir müssen unsere Straßen sanieren. Wir müssen die Städte und Gemeinden wieder in die Lage versetzen, damit auch die Gemeindenstraßen saniert werden können. Ich will ein flächendeckendes Radwegenetz im gesamten Landkreis schaffen, auch in den Städten, in den Kernstädten,
der Individualverkehr ist im Landkreis Marburg-Biedenkopf sehr unterschiedlich, während in Marburg zu bestimmten Zeiten ein gefühltes Verkehrschaos herrscht, nicht nur gefühlt, das ist auch in Teilen tatsächlich vorhanden. Es verunsichert die Menschen. Gibt es ländliche Regionen, die sind zwingend auf Autos angewiesen, ja, damit die überhaupt zu ihren Arbeitsplätzen kommen. Der ÖPNV reicht da bei weitem noch nicht. Also wir werden in die Infrastruktur investieren müssen. Und dazu müssen die Städte und Gemeinden tatsächlich auch die finanziellen Mittel bekommen, um das zu erreichen. Das wird zum einen dadurch gehen, dass ich die Preisumlage weiter senken will, indem der Landkreis sich auf seine Kerngeschäfte konzentriert und für die Städte und Gemeinden und die Menschen Arbeit leistet. Und was wir nicht vergessen dürfen, und ich hatte es eben schon mal gesagt, es muss ein flächendeckendes, schnelles Internet her, also 100, das ist jetzt das dritte Thema, oder? Das ist das dritte Thema, das ist eine Grundvoraussetzung, die wir brauchen, um gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Heutzutage geht alles über Internet, heutzutage geht vieles über Mobilfunknetz, und zwar von der Landwirtschaft bis zu den Unternehmen. Wenn Landwirte draußen auf den Feldern rumfahren, machen die das heutzutage allein. Und dann brauchen die natürlich auch eine Erreichbarkeit, wenn was ist. Es nützt ihnen nichts, wenn sie kein Netz bekommen. Und genauso ist es, ich bin ja viel im Landkreis unterwegs, habe eine Freisprecheinrichtung im Auto, versuche da auch zu telefonieren. Und wenn ich alle gefühlt 2 Minuten neu wählen muss, weil das Mobilfunk abbricht, dann weiß man, dass es hier Zeit ist zum Handeln. Der Kreisumlagen, Investitionen an Schulen und ein geschlossenes Mobilfunknetz im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Einsatz für die Menschen und die Zukunft für unseren Landkreis. Ja gut, das findet ja jetzt schon statt. Wir machen das über natürlich die sozialen Medien, wir machen das über Bürgerbeteiligung, sowohl in Kirchrhein als auch beim Landkreis. Und mir wird es wichtig sein und bleiben, tatsächlich auch das zu machen, wie ich im Moment im Wahlkampf bin. Also in die Orte reingehen, mit den Menschen sprechen. Gibt es unterschiedliche Varianten, entweder so wie der Herr Carstens das mal gemacht hat, wir machen mal gemeinsame Wanderungen durch die Orte. Das fände ich eine sehr spannende Geschichte, da ich eher auf Radwegeausbau auch stehe, kann man das auch gut kombinieren, mal mit Radfahren. Also zu den Menschen hingehen, mit den Menschen reden. Weil wir schon gute Voraussetzungen haben, um hier Familie zu gründen. Wir haben, wie gesagt, Weltwirtschaftsfirmen hier vor Ort. Wir haben gute Lebensbedingungen, wir haben eine gesunde Umwelt, wir haben preisgünstigen Wohnraum. Hier kann man sich noch ein Haus, eine Wohnung leisten, um auch seine Familie großzuziehen und denen was zu bieten. Also ich glaube, der Landkreis bietet für die Menschen viel. Es ist leider nicht allen bekannt. Investitionen an Schulen, das sagte ich schon. Das Mobilfunknetz muss auch dringend her. Und der Ausbau der Daseinsvorsorge, schnelles Internet. Und der dritte Faktor ist tatsächlich, die Städte und Gemeinden wieder in die Lage zu versetzen, Entscheidungen selbst zu treffen. Nicht die Entscheidung zu treffen, wie kriege ich denn jetzt noch die Gebühren erhöht, wie kriege ich die Grundsteuer erhöht, sondern sie so nachhaltig finanziell auszustatten, dass sie in der Lage sind, selbst zu entscheiden. Ich baue Kindergärten, ich saniere meine Gemeindestraßen, ich schaffe den Straßenausbaubeitrag tatsächlich ab, weil den erachte ich für grundlegend ungerecht und der gehört einfach weg. Na gut, ich glaube 50-50 ist es so. Die Europawahl und viele Wahlen haben gezeigt, dass die
SPD im Moment bei 13-14% steht. Ich möchte mich mit meinen Ideen für den Landkreis einsetzen und dafür werbe ich um die Wählerinnen und Wähler. Und dann werden wir am 8. September sehen, ob die meine Ideen bevorzugen oder eben von den anderen Kandidaten. Es gibt keinen Plan B. Ich werde ganz normal Fachbereichsleiter Familie, Jugend und Soziales mit den Betreuungsangeboten an Grundschulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf werden. Oh, ich habe jetzt durch die Rundreise so viele Lieblingsorte gesehen, aber tatsächlich, wenn das Wetter etwas schöner ist wie im Moment, jogge ich sehr gerne hier unten am Sandfang lang. Das macht den Kopf frei und schafft die Möglichkeit, grundlegende Gedanken mal wieder aufzunehmen. Gegen das Wohl der Menschen im Landkreis Marburg-Biedenkopf arbeiten. Wichtige Partner, um den Landkreis voranzubringen. Nur gut. Es gibt nicht die Politik und es gibt nicht die Gesellschaft, es ist wesentlich differenzierter. Es gibt gute und schlechte Politiker, es gibt gute und schlechte, in Anführungsstriche, Herausforderungen an die Gesellschaft. Und wir müssen gemeinsam sehen, dass wir einen guten Weg finden. Offen, ehrlich und gemeinsam mit Ihrem Landrat zusammenarbeiten für den Landkreis. Ja, liebe Wählerinnen und Wähler, als Ihr Landrat habe ich eine klare Vision, wie sich der Landkreis Marburg-Biedenkopf, unsere Heimat, in den nächsten Jahren entwickeln sollte. Florierende Unternehmen, herausragende Bildung und eine gesunde Umwelt sind wichtige Rahmenbedingungen für eine starke und dynamische Wirtschaft und gleichwertige Lebensverhältnisse im Landkreis Marburg-Biedenkopf, auch und gerade für unsere Dörfer. Als Ihr Landrat will ich die Städte und Gemeinden wieder in die Lage versetzen, selbst zu entscheiden, für Kindergärten sich einzusetzen, Gemeindestraßen zu sanieren. Ich möchte das Mobilfunknetz schließen und das schnelle Internet auf 100 Megabit für 100% der Menschen im Landkreis Marburg-Biedenkopf schaffen. Ich hoffe auf Ihr Vertrauen. Gehen Sie am 8. September wählen. Demokratie braucht eine Wahl. Es ist Zeit zum Handeln. Vielen Dank. Du hast auch, glaube ich, einen direkten Bezug zu dem Thema Schulen und Co. Ja, ich bin für die Grundschulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, nicht für die Stadt Marburg, das ist ein eigener Verwaltungszweig, zuständig für die Betreuungsangebote an Grundschulen. Natürlich weiß ich auch, welche Herausforderungen es gibt über meine Funktion als Jugendamtsleiter an Familien, welche Herausforderungen es gibt an Schule. Ich weiß, ob der Belastungen, die Lehrerinnen und Lehrer an Schulen derzeit wahrnehmen müssen, oftmals durch pädagogisch fremde Tätigkeiten. Und wir haben da auch von Seiten des Landkreises viel gemacht mit Schulsozialarbeit. Da läuft die Zusammenarbeit gut. Wir haben die Betreuungsplätze in den letzten Jahren erheblich ausgebaut, seit ich das Amt übernommen habe. Allein 1000 Plätze zusätzlich und bauen das jedes Jahr weiter aus. Welche Handlungsmöglichkeiten ganz allgemein hat denn der Landkreis bei den Schulen? Das wäre sowieso grundsätzlich mal eine Verständnisfrage, die ich gerne stellen würde, was die Zuständigkeit angeht. Weil im Grunde das Kultusministerium bestimmt ja die Inhalte des Unterrichts. Genau, das Kultusministerium bestimmt die pädagogischen Schulungsinhalte, also was wird den Kindern wie beigebracht.
Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist für die Gebäude, die Hausmeister, die Schulsekretärin da. Er ist freiwillig für das Betreuungsangebot an Grundschulen da. Das heißt, dass die Kinder nach dem Unterricht betreut werden können. Auch da ist es mir wichtig, dass wir die Betreuungsplätze ausbauen. Und wenn die Haushaltssituation so ist und sich so weiterentwickelt, wie das im Moment aussieht, dann will ich auch, dass der Beitrag der Betreuungsangebote, der Elternbeitrag nach und nach zurückgeführt wird und wir die Betreuungszeit von 15 auf 17 Uhr erweitern. Ja, wir kommen jetzt zu den Nutzerfragen. Da gab es ja schon die ersten, die ein paar Fragen gestellt haben, zum Beispiel auf Facebook. Natürlich drehen wir das jetzt etwas vorher und veröffentlichen das Ganze etwas später. Es kann also sein, dass noch Fragen dazugekommen sind. Aber du hast dich ja schon bereit erklärt dazu, dass wenn dann nach dem heutigen Drehtermin noch Fragen kommen, dass du die dann nach der Veröffentlichung des Videos auch gerne nochmal schriftlich beantwortest. Ja, klar. Ihr könnt natürlich auch gerne bis zur Wahl, denke ich mal, noch ein paar Fragen stellen. Also entweder unter dem Beitrag zum Kandidatencheck oder eben direkt unter dieses Video. Und du guckst dir das dann einfach an und schaust, ob du die Fragen dementsprechend noch beantworten kannst. Nicht nur bis zur Wahl, auch nach der Wahl stehe ich gerne noch für Fragen zur Verfügung, kein Problem. Gut, also, natürlich haben wir auch ein paar anonyme Nutzerfragen dabei und dann haben wir auch schon den ersten, der ein bisschen provokativ fragt, planen Sie nach Ihrem Amtsantritt eine Auslandsreise in Ihrem neuen Amt? Gut, die Anspielung weiß ich, was da offensichtlich mit gemeint ist. Nein, ich plane keine Reise in das neue Amt, wobei natürlich die Partnerregionen, wie beispielsweise den Landkreis Kostyczyna, den werde ich irgendwann aufsuchen, aber das ist dann eine Sache, die aus meinem Geldbeutel finanziert wird. Dann haben wir eine anonyme Frage aus dem Ortsteil Emsdorf. Was sagen Sie zum Thema Windkraft, insbesondere zum Aufstellen neuer, höherer Anlagen in Waldgebieten? Ich sehe das kritisch. Das in Emsdorf, das ging mal mit 5 Windanlagen los. Natürlich hat durch die topografischen Verhältnisse haben jetzt einige Unternehmen das Bedürfnis, da mehr Windanlagen hinzustellen, die größer noch zu bauen. Und das ist für die betroffenen Menschen, die das direkt im Umfeld haben, schon eine Belastung. Das muss man ganz klar sehen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, der Strom muss irgendwo herkommen. Die Umstellung auf E-Mobilität wird auch dazu führen, dass wir mehr Strom brauchen. Und einig ist man sich in dieser Gesellschaft offensichtlich, dass Atomkraft und auch Kohlekraft nicht die geeigneten Maßnahmen sind. Das teile ich ausdrücklich. Und von daher muss auf andere Art Strom produziert werden. Wir haben in Hessen mit einer Flächenbegrenzung von 2% einen guten Wert. Allerdings gibt es da noch deutliche Ungerechtigkeiten in der Region. Es gibt bestimmte Regionen, die haben noch gar nichts an Windenergieanlagen und an anderen Stellen knubbelt sich's ein bisschen. Von daher kann ich die Frage und die Sorgen der Emsdorfer da schon gut verstehen. Ja. Nochmal von meiner Seite nachgefragt, welche Steuerungsmöglichkeiten hat denn da überhaupt der Landrat oder der Landkreis? Bezogen auf die Windenergieanlagen, naja gut, letztendlich geht es nur über die Baugenehmigungsverfahren. Wir sind beteiligt im Regionalentwicklungsplan, da gibt es auch einen Regionalentwicklungsplan Energie und da kann man natürlich Einfluss nehmen und kann da politisch mit steuern. Dann haben wir eine nicht anonyme Frage und zwar Edgar Heurich aus Stadt Allendorf fragt, würden Sie für eventuelle Fehlentscheidungen nicht nur die Verantwortung tragen, sondern sich auch persönlich mit Gehaltsverzicht und oder Pensionsverzicht am angerichteten Schaden beteiligen? Also, wenn Verwaltungsbeamten, wenn Hauptverwaltungsbeamten einen groben Fehler begehen, dann sind die disziplinarrechtlich auch haftbar. Das war schon immer so. Das ist in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Aber wenn man ein bisschen die Zeitung forciert, erlebt man das auch. Gehaltsverzicht ist immer eine Frage, was wäre angemessen, dann darauf zu verzichten. Also von daher, das ist eine provokante Frage, die kann ich auch verstehen. Aber wie gesagt, verwaltungsrechtlich, juristisch klar geregelt.
Sind dir da irgendwelche disziplinarischen Fälle bekannt? Ja, die würde ich jetzt natürlich hier nicht zitieren, aber wer... Aber so die Auswirkungen, was da zum Beispiel so an Strafen oder Ähnlichem angefallen ist? Naja, das, letztendlich ist es ja immer so, das hat was mit Herabgruppierung von dem zu tun, wo man jetzt ist. Ich sage jetzt mal, da kann ein Amtmann heruntergestuft werden zum Inspektor, um mal ein Beispiel zu nennen, ja. In der Verwaltung. Es hat Strafverfahren gegeben gegen Bürgermeister, gegen Landräte. Das ist auch gerade in den letzten zwei Jahren immer mal wieder durch die Zeitungen gegangen. Also diese Situation hat es schon gegeben. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Schadenersatz von diesen Personen, die sich fehlverhalten haben, zu verlangen. Okay, nächste Frage. Volker Breustedt aus Wetzlar. Liegt jetzt, glaube ich, gar nicht mehr im Landkreis. Volker Breustedt, der fragt. Arbeitsagenturleiter. Ah, okay. Du kennst ihn also. Ja. Und ist aber ein SPD-Mann, hat mit mir nichts zu tun. Und zwar fragt er, wo sehen Sie die Aufgabe des Landkreises im Thema Arbeitsmarkt und wo sehen Sie die Zusammenarbeitsform mit der Arbeitsagentur Marburg? Also der Landkreis Marburg-Biedenkopf, und das weiß der Volker Breustedt sehr genau, arbeitet eng und gut auch mit der Arbeitsagentur Marburg zusammen. Wir haben mit dem Kreis Jobcenter für den SGB-III-Bereich ein eigenes Aufgabenfeld. Und auch da wird mit der Arbeitsagentur, der Wirtschaft, den Handwerkskammern, der IHK, den Unternehmen sehr eng zusammengearbeitet. Es wird sich ausgetauscht und der Volker Breustedt gehört da auch dazu. Der ist in vielen Arbeitsgemeinschaften, in Besprechungsrunden immer wieder im Landkreis mit dabei. Von daher klappt das schon. Okay. Ja, dann haben wir eine weitere provokante Anmerkung von dem Nutzer Retep Sedop aus Lolla. Und zwar hat er geschrieben, alle fünf unwählbar, 3 Ausrufezeichen. Da brauche ich gar keine Frage zu stellen. Diese Parteien haben das Land in die Grütze gefahren. Warum sollte die noch jemand wählen? Löst euch auf und verlasst Deutschland endlich. Was sagst du dazu? Ach, das ist eine Form von Ismus, Populismus, und alles, was mit Ismus endet, ist immer schlecht. Man kann, und wenn er das möchte, was ich sehr bedauere, Deutschland aufgeben, mein Weg ist es nicht. Dann haben wir noch eine anonyme Frage, und zwar, wir haben in unserem Betrieb ein Handwerksunternehmen, Probleme damit, die anfallende Arbeit bewältigen zu können, da wir keine neuen Fachkräfte oder Auszubildende finden. Was wollen Sie gegen diesen Notstand unternehmen? Gut, es hängt jetzt ein bisschen davon ab, was das für ein Ausbildungsberuf ist. Letztendlich kommt da so ein bisschen das Zusammenspiel auch mit Volker Breustedt, nämlich zu schauen, wie kriegen wir gemeinsam die Berufe, wo Bedarf sind. Das ist sehr unterschiedlich in den Handwerksbetrieben, in den Unternehmen. Muss man schauen, wie kommt man an die Leute ran. Es gibt bestimmte Berufe, da müssen die Arbeitszeitbedingungen erweitert werden. Die Betreuung muss sichergestellt sein, damit die Leute auch den Beruf machen. Das ist halt ein bisschen unspezifische Frage für das Unternehmen, weil man da sehr differenziert schauen muss. Es gibt nicht die Generalantwort. Die Bundesregierung hat jetzt tatsächlich auch die qualifizierte Einreise ja zugelassen, also dass man Menschen, die zuwandern wollen, das muss man ausdrücklich trennen vom Asylrecht, damit da nicht wieder Formen gemischt werden. Wir haben einen Arbeitskräftebedarf, wir haben Fachkräftemangel, und da gehört es natürlich dann dazu, damit unsere Wirtschaftskraft, die Dynamik da bleibt, eben zu schauen, wie kriegen wir qualifizierte Menschen, gegebenenfalls auch aus dem Ausland in Form von Zuwanderung für die Firmen, in die Firmen, um, wie gesagt, unsere Wirtschaftskraft zu erhalten. Weil nur das, was die Wirtschaft, die Handwerksbetriebe erwirtschaften, führt dazu, dass wir soziale Leistungen auch gewähren können.
könnte ja vielleicht auch so ein bisschen in dieselbe Kerbe schlagen wie vorhin die Frage beim Kandidatencheck, dass man vielleicht auch erstmal junge Menschen dazu bewegt, dass sie hier im Landkreis bleiben, oder? Das bezieht sich jetzt wieder auf den Landkreis. Der Fachkräftebedarf ist natürlich weitaus größer. Mhm. Natürlich sind die Lebensbedingungen hier im Landkreis ein Vorteil, der dann die Region hat. Diese 11 großen Wirtschaftsbetriebe und ein groß und breit aufgestellter Mittelstand ist auch hier entstanden, weil wir Arbeitskräfte hatten. Ja, und Menschen da waren, Menschen sich hier angesiedelt haben. Seit vielen Jahrzehnten, vielen Jahrhunderten im Prinzip hat es immer Bewegungen gegeben. Und aus diesem Potenzial sind große Firmen entstanden. Ja. Und der Werbeblock wird natürlich für den Landkreis Marburg-Biedenkopf gefahren werden. Dafür braucht man aber funktionierende Infrastruktur, gleichwertige Lebensverhältnisse, dass die Menschen auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf bleiben wollen, das Gefühl haben, hier ist man gut aufgehoben, hier hat man eine Zukunft für seine Kinder, hier hat man eine Zukunft für die Familie und eben die guten Lebensbedingungen, die es braucht, um genau diese Entscheidung zu treffen, ich bleibe hier und gehe nicht woanders hin. Ja, und dann habe ich noch eine persönliche Abschlussfrage mit diesem Fragenteil, und zwar... Welche Vorurteile über Kreispolitik oder Politiker ärgern dich denn eigentlich am meisten? Also es gibt ja immer so allgemein. Also wirklich ärgern, das ist kein guter Ansatz, sich zu ärgern. Was man nicht machen sollte, aus meiner Sicht, ist immer Gleichmacherei. Also nicht alle Politiker sind per se schlecht, nicht alle Politiker wollen sich nicht für die Menschen einsetzen. Der überwiegende Teil sucht nicht den persönlichen Vorteil, davon bin ich schon überzeugt, sondern engagiert sich. Und es ist in der Tat auch so, dass da über die sozialen Medien viel Häme, viel Hetze, viel fehlgeleitete Informationen verbreitet werden, wo es mir darauf ankommt zu sagen, entscheidet individuell. Schaut euch die Kandidaten auch jetzt zur Landratswahl an, überlegt, wer hat welche Qualifikation, wer hat welche Ziele und wem vertraue ich den Landkreis Marburg-Biedenkopf und die Zukunft der Menschen in diesem Landkreis an. Und wenn die dann alle noch am 8. September tatsächlich wählen gehen, dann ist es eine gute Entscheidung. Ja, das wäre fast ein schönes Schlusswort, wenn wir nicht noch einen kleinen Abschlussteil hätten. Und zwar noch ein weiteres kleines Quiz. Noch ein Quiz. Ja, noch ein kleines Quiz. Alles gut, auch zum Mitmachen. Weil ein Landrat muss ja letzten Endes auch den Landkreis nach außen hin vertreten. Und da gehört es natürlich dazu, dass er diesen Landkreis natürlich aus dem FF kennt. Wir haben 190 Ortsteilgemeinden, um es mal so zu sehen. Und auch da habe ich mal etwas... vorbereitet. Das kann ich jetzt mal weg hier. Und zwar haben wir hier unseren wunderschönen Landkreis Marburg-Biedenkopf. Traumhaft, bisschen wenig grün, aber ansonsten. Bisschen wenig grün, ja. Ich hatte leider keine andere Folie da. Orange, das sind die Straßen. Weiß ausgespart, das sind die Flüsse. Okay. Und deine Aufgabe wird es jetzt sein, ich stelle das erstmal ganz kurz hier unten hin. Ich kann es ja mal halten. Ja, genau, kannst du mal halten. Deine Aufgabe wird es quasi sein, erstmal in 3 Runden jeweils 2 Ortsteilgemeinden aus diesem Umschlag zu ziehen. Du hast da oben auf der einen Seite hast du so Pinnnägel und du sollst dann also erstmal ungefähr erahnen, wo liegt dieser Ortsteil. Also beispielsweise, jetzt würde ich hier mal rausziehen, ja. Wermershausen und Herzhausen. Ich hätte überhaupt keine Ahnung, wo die 2 Ortsteile liegen. Okay. Wir werden hinterher am Ende mal zusammen zählen, wie viel Kilometer weit auseinander lag das. Das können wir leider, da ich das Ganze ja nur alleine mache, jetzt hier nicht direkt überprüfen. Also wirst wahrscheinlich warten müssen bis zur Ausstrahlung oder guckst halt nachher selber nochmal nach. Okay. Also du ziehst 2 Ortsteile aus dem Umschlag. Steckst erstmal für diese beiden Ortsteile den Pinnnagel dorthin, wo du denkst, wo diese Ortsteile sitzen. Und dann darfst du dir einen von beiden aussuchen, über den du was sagen möchtest. Gut. Wenn dir jetzt zu keinem der beiden was einfällt, dann hast du einmal einen Joker von diesen 3 Ziehrunden und kannst dann dementsprechend die Kerngemeinde
nennen lassen. Also ich habe mir da auch eine kleine Spickerliste zugemacht. Ich weiß also, Redakteure zu welchen Kerngemeinden besser, ja. gehören die sagen, ja, aber ich will ja auch kein Landrat werden. Okay, ja, dann legen wir mal direkt los. Ich gebe dir einfach mal den Umschlag und jetzt halte ich das ganze Teil mal. Und dann ziehst du einfach mal zwei Stück raus. Zwei Stück, okay. Ja, ich halte das mal so. Legst du erstmal verdeckt hier hin. Mal gucken, ob hier, das ist ja auch weg. Ein bisschen nach hinten. So. So, da hast du Wittelsberg und Waltershausen. So, dann kommen wir erstmal zu dem ersten Teil. Du darfst tippen, wo sie liegen. Ja, ich muss mich gerade mal so ein bisschen sortieren. Ja. Ich will mal in die Kamera gucken, dass man das auch so ein bisschen nach vorne sieht, ja. Ich muss gerade ein bisschen überlegen tatsächlich. Also, hier ist Norden. Ja, das habe ich schon verstanden. Die Systematik ist mir klar. Wittelsberg. Oh, jetzt muss ich mich mal ein bisschen orientieren. Also ich kann ja auch einen Tipp geben. Ja, mach mal. Das ist die Lahn. Ja. Ach. Ja. Nein, das ist schon okay. Ich sag, das gehört hier hin. Also das ist Wittelsberg. Ja, und Waltershausen. So, jetzt. Waltershausen. Ich sag jetzt mal hier. Okay. Welchen Ortsteil möchtest du reden? Also es geht jetzt quasi darum, zu sagen, was dir dazu einfällt und wie du da für nach außen hin werben würdest für diesen Ort. Sagen wir mal, für Investoren oder Leute, die sich dort niederlassen möchten. Ach Gott, Digga, die sind beide ähnlich, also sind ländlich strukturiert. Das eine ist natürlich näher an der an Marburg. Ja, gute Lebensqualität. Wir brauchen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist in dem Marburg näheren Ort die Internetverbindung deutlich besser, in dem und die Mobilfunkverbindung in dem anderen weniger. Ja, von daher beides lebenswerte Orte. Okay. Gut, die nächsten zwei. Die nächsten zwei? Ja. Vielleicht hast du ja Glück und es kommt ein bisschen was aus der Heimat. Aus der näheren Nähe. Na, ich werde dir dann erfahren, wie weit ich richtig lag. Ja. Na gut, Neustadt. Das ist jetzt, ja, da hast du schon mal Glück, da hast du quasi. Das ist quasi die Kernstadt selbst. Ja. Da hast du quasi jetzt einen Bonus gezogen mit Neustadt. Ja, Losglück gehört auch dazu. Was haben wir denn noch? Wolfrode von Stadt Hallendorf. Da war ich gerade. So, Marburg-Kirchhofen. Das ist jetzt ein bisschen schwer einzuteilen. Darüber dahin, dann sage ich mal so in etwa. Ja, so. Okay. Ja, dazu auch noch eine kleine Anmerkung. Also du kannst jetzt entweder was zu Wolferode sagen und hast dann immer noch einen Joker frei, oder du sagst jetzt was zu Neustadt, kannst dann aber später nicht die Kerngemeinde beschreiben, wenn du bei der letzten Runde. Gut, Wolferode ist ein schön am Hang gelegener. Auf meiner Facebook-Seite kann man auch ein kleines Video dazu sehen, so als Tipp. Ja, sehr schön gelegen. Hat wenig Einwohner. Also eine kleine Gemeinde von Stadt Allendorf. Sie diskutieren gerade über ihr Dorfgemeinschaftshaus, wie man das am besten erhalten kann. Da versucht die Stadt Allendorf zu überlegen, wie man das macht. Ich habe das Kirchener
Modell quasi vorgeschlagen, nämlich das in Fördervereine in die Hand zu geben und das zu betreiben. Ja, wie gesagt, schön gelegen. Okay, dann kommen wir zu den letzten beiden. Bitte nochmal ziehen. Nochmal ziehen, okay. Ja. So, was haben wir da? Brungershausen. Noch nie gehört. Und Seelbach. Bin ich mir jetzt tatsächlich auch ein wenig unsicher. Das ist jetzt, was hast du da in meine Seelbach ist das. Mhm. Ich meine, das gehört zu Bad Endbach. Okay. Gehört dahin. Brungershausen. Sicher. Ich setze es mal. Dann kommt es. Ich glaube, Neustadt sitzt zu tief. Naja, wir packen es mal so hier hin. Ja. Kannst du zu einer der zwei Gemeinden was sagen? Oder möchtest du den Joker ziehen? Nee, wenn es bei Brungershausen tatsächlich, wenn es zu Wuppertal gehört, ich bin mir aber, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so 100% sicher. Dann ist es auch eine sehr kleine Gemeinde. Mhm. Wobei es würde auch passen, wenn es in Bad Endbach ist. Ja, so viel. Also es ist auch eine von den kleinen und zahlreichen Dörfern, die wir im Landkreis Marburg-Biedenkopf haben. Ja. Jetzt will ich mal gucken. Ja, guck also mal. Wir können ja mal gucken. Wir gucken mal, genau. Wozu Brungershausen gehört, und zwar zum Lahntal. Ach, Lahntal, okay. Und Seelbach, das kann ich dir zumindest auch schon mal verraten, das war ein Teil von Lora. Oh, das passt von den Wittelsberg. Ja. Wittelsberg, das ist 121, ich habe mir ja Nummern gemacht zum Glück, gehört zum Ebsdorfer Grund. Und verdammt. Weitershausen, 69, wo haben wir den 69? Weitershausen gehört zu Gladenbach. Da sind wir wahrscheinlich ein bisschen weiter östlich normalerweise. Wir müssen was da hinten hinstecken. Ja, ja, lass uns ruhig da. Ja. So, Neustadt war klar und Wolferode wissen wir auch. Ja. Okay, ja, das ja, war... Das noch verbesserungswürdig. Ja, aber das macht ja nichts. Du hast ja jetzt noch ein paar Wochen... Ich werde noch ein paar Gemeinden besuchen, ja. Und bis der Beitrag dann ausgestrahlt ist, sind ja dann auch schon ein paar Wochen... rum. Alles gut. Wir können das Quiz gerne später irgendwann nochmal machen. Bei der Wiederwahl dann. Ja, vielleicht hat sich's dann verbessert. Ja, ja, ja. Ja, soweit also von unserer Seite aus. Vielen Dank nochmal, gerne, dass du dich hier zu dem Kandidatencheck zur Verfügung gestellt hast. Ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht und war nicht nur Anspannung. Nein, nein, kann mir vorstellen. Es war total schön, hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und das ist das Spannende an meinem zukünftigen Beruf. Ja. Man kommt weit rum. Ja. Falls es irgendwelche kleineren Tonstörungen oder ähnliche Geschichten in der Zwischenzeit irgendwo gab, dann bitte ich das zu entschuldigen. Letzten Endes ist mein Kirchheim... Die Kamera geht gerade aus, glaube ich. Ja, genau, da geht auch gleich die Kamera aus. Dann machen wir nochmal das nächste Mal an. So. Gleich nochmal an. Dann setze ich nochmal an. Ja, also gerade nochmal die Kamera neu eingestellt. Ja, und da komme ich eigentlich noch zu dem Schlusspunkt. Falls es also irgendwo ein bisschen zu Störungen oder sowas gab, bitte ich das natürlich zu entschuldigen. Ja, ich mache die ganze Geschichte ja allein. Natürlich freue ich mich immer über Hilfen, freue mich natürlich auch über Spenden, weil auch der ganze Blog meinkirchheim.de sich ehrenamtlich finanziert überwiegend, ja, bei der ganzen Geschichte. Ja. Und für Equipment und Co. kann man immer mal ein paar Euro gebrauchen. Aber wie gesagt, vielen Dank an dich. Ich habe zu danken. Danke, ja, dass du da warst. War sehr schön. Dann wünsche ich dir das, was ich allen Kandidaten wünsche. Viel Erfolg bei der Wahl. Danke. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Wir alle. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.